Sirius! So, Umbridge macht also Schwierigkeiten. Sie lässt uns nicht zaubern. Tja, weil Fudge denkt, dass Dumbledore in Hogwarts eine Zaubererarmee aufbaut. Da kommt jemand! Tut mir leid, ich muss jetzt hier weg. Mann, verflixt! Klasse. Voldemort ist auf dem Vormarsch und Fudge hilft ihm noch dabei. Was sollen wir bloß machen? Wir müssen uns selbst verteidigen können. Und wenn diese Umbridge uns das nicht beibringt, muss ein anderer uns unterrichten. Wer will schon von mir was lernen? Wenn du sowas wirklich erlebst, ist das nicht wie in der Schule. Wenn du um ein Haar ermordet wirst. Oder wenn ein Freund stirbt direkt vor deinen Augen. Du hast recht, Harry. Deswegen brauchen wir deine Hilfe. Wir haben sonst nicht die geringste Chance gegen Voldemort. Sie machen alle mit. Wir müssen Neville finden. Suchen wir Neville. Wir müssen Andor Neville finden, als ob er sich versaufen würde. Toll. Haben wir jetzt irgendwas Neues zu machen? 30% entdeckt. Ja, genau, wir können jetzt Incendio. Wir gehen jetzt mal hier rauf. Ich sagte, wir gehen hier rauf. Wir versuchen zumindest hier rauf zu gehen, ja? Jetzt wählen wir den Kronleuchter aus. Repulso! Oder auch nicht. What the fuck? Ja, gut, da habe ich halt XP bekommen aus dem Jungs-Schlafsaal. Gut, ja, habe ich jetzt nichts gegen. Das war, ja, selten. Nee, das ist in Ordnung. Ja, wo ist der Tisch? Da ist er. Können wir den Kronleuchter jetzt erreichen? Den konnte man irgendwie anzünden. Wie geht's? Können wir den Kater anzünden? Wohl nicht. Wingardium Leviosa! Oh, nee, fauler Sack. Ja, gehen wir mal weiter. Auf dem Weg, Neville zu finden. Ach, apropos, haben wir... Nee, ich glaube nicht, dass wir hier irgendwelche Hufflepuffs im Gryffindor-Gemeinschaftsraum haben. Neville wollte zum Kräuterkunde-Gewächshaus. Los, suchen wir ihn. Ich nehme den Weg. Muss man das? Na ja, hieß bestimmt. Hallöchen! Hallo, kann ich bitte Ihre Abkürzung benutzen? Der Mann mit den Gesichtern dreien soll mir etwas leihen. Was soll das bedeuten? Schweres Rätsel. Kriegen wir aber bestimmt hin. Ach, Hallöchen. Die werde ich jetzt nicht ansprechen. Sonst ist nachher diese Quest mit dem Hufflepuff-Gemälde futsch. Ich kenne das Spiel ja ein bisschen noch. Und das weiß ich auch noch. Da habe ich mich auch furchtbar geärgert. Ich meine, es war jetzt kein so großer Umweg, aber du musst halt Sachen doppelt machen. Das nervt schon ein bisschen. Ein toller Tag zum Lernen. Wissensdurst. Tolle Tage zum ein Lernen. Ein gesunder Geist ist ein wacher Geist. Ja, auch dem kann ich nicht widersprechen. Lerne fürs Leben. Moin. Steuerung. Potter Baby. Ja, ja. Hallo. Kennst du das Passwort für das Porträt von Gifford Abbott? Er meinte, ich müsste einem Hufflepuff helfen. Nun, ich habe gehört, dass du letztes Jahr Cedric beim Primagischen Turnier geholfen hast. Das Passwort ist Drachenei. Danke. Hast du Sir Nicholas gesehen? Ich habe schon lange nicht mehr mit ihm gesprochen. Suchen wir ihn. Ja, das wäre lustig. So, jetzt kennen wir das Passwort für den Gifford. Jetzt müssen wir noch einmal mit ihm reden. Demnächst. Was soll das? Kann mir
mal einer sagen, was das soll? Und dann haben wir auch seine Abkürzung. Ja, und in diesem Gang sind auch sehr viele Dinge versteckt. Die werde ich jetzt alle noch kurz aktivieren. Dauert ja nicht lange. Bewachen Sie eine Abkürzung? Sag ich nicht. Nicht, wenn er dabei ist. Oh nein, der muss weg. Wer? Er, dort drüben. Siehst du ihn denn nicht? Ich möchte ihn nie wieder sehen. Auch eine total schwachsinnige Quest, aber... Reparo! Zuzo! Deck ihn zu! Was für das nette Porträt! Tschüss! Tschüss! Was soll denn das? Das ist meine Wand, nicht wahr? Haha! Ja, ja! Das ist unglaublich! Ich habe um ein Zimmer mit Aussicht gebeten und dann bin ich hier gelandet! Incendio! Okay, Incendio. Das sind jetzt diese Tafeln. So, brauche ich schon Ende drücken. Kennen wir ja. Die muss man mit Incendio wirken und dann aktivieren die sich. Dann kann man da Enter drücken und dann kriegt man da XP. Also es ist echt kompliziert. Oh Gott. Hallo, Myrtle. Ich sehe es doch schon kommen. Kommst du mit in die Eulerei? Also, ich sehe es doch schon kommen. Hallo? Ist da wer? Hallo. Myrtle? Cool, sie kommt mal nicht. Danke, danke. Er ist einer von Ihnen, da bin ich sicher. Komm schnell durch. Sag beim nächsten Mal lodernde Ohrwürmer. So, damit haben wir unsere erste Porträtabkürzung gefunden. Und da ist Myrte. In unserem Raum gibt es eine ganze Menge Neues zu entdecken, Harry. Du warst fleißig. Ja, und mit diesem Gesichtsausdruck, diesem schelmischen und dann diesem komischen Unterton, das ist irgendwie schon seltsam. Naja. Hallo, Neville. Hallo, Neville. Schöne Pflanze. Ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist. Ich habe Drachendung mit Dünger gemischt. Jetzt wächst die Teufelsschlinge immer weiter. Professor Sprout rastet aus. Wir helfen dir aus der Klemme. Oh, danke, Harry. Ich habe versucht, sie mit Incendio zu verbrennen, aber ich bin nicht schnell genug. Mal sehen, was wir vier zustande bringen. Okay. Ich kann mich erinnern, dass ich diese Pflanzen auch beim ersten Mal richtig gehasst habe, weil ich es nicht hingekriegt habe. Eigentlich ganz einfach. Brauchst du Hilfe? Einfach stur immer hoch, runter die Maus. Zaubert weiter, wir haben erst die Hälfte geschafft. Ja, erst die Hälfte. Die erste Pflanze von wie viel waren das? 5, 6? Naja. Wir haben es fast geschafft. Macht weiter. Geschafft. Da drin ist noch was. Wir haben es nicht geschafft. Na los. Okay. Was ist das denn? Wie schön. Ja, hier müsste mal gelüftet werden. Ron, du Unsensibelchen. Es gibt Leute, die mögen's feucht. Okay. Okay, jetzt müssen wir es abbrennen, während das hier so richtig schön feucht ist. Soll ich dir helfen? Incendio! Danke, ich dachte, meine letzte Stunde hätte geschlagen. Schon gut, Neville. Hat Hermine dir erzählt, dass ich einen Raum für DDA-Treffen gefunden habe? Ja, wo ist der? Im 7. Stock, der Raum der Wünsche. Komm mit. Ja, es geht Schlag auf Schlag hier. Nee, ich gehe jetzt ganz bestimmt nicht hinter dir her. Ich renne erstmal schön gegen die Tür und werde voll gejammert. Was haben wir hier? Ja, lass mich mal durch. Eine Alraune. Damit sollten wir besser vorsichtig sein. Jo. Ja, deswegen gibt's die Dinger hier. Ein richtig geiles Gimmick, finde ich. Dann können wir jetzt schön ein bisschen rumlaufen. Okay, da setzen wir sie glücklicherweise wieder ab. Damit durch die Schule ist sie dann doch schon ein bisschen scheiße aus. War hier noch was? Ach ja, zum Erforschen. Enter drücken. Teufelsschlinge. So ein Ding hat doch Boat aus dem Ministerium umgebracht. Jo. Und du lässt mich immer noch nicht durch.
Komm, ja, komm. Bianthuskraut. Hoffentlich muss ich das nie wieder essen. Einmal mit Kim rumlaufen reicht. Die haben aus den ganzen alten Teilen auch noch Zeugs versteckt. In diesem Spiel. Finde ich auch lustig. Sprechen wir mal die Alraune an. Eine Alraune? Damit sollten wir besser vorsichtig sein. Na los, Harry! Na komm. Eine Alraune? Damit sollten wir besser vorsichtig sein. Irgendwas ging hier doch damit zu machen, oder? Anbrennen? Eine Alraune. Damit sollten wir besser vorsichtig sein. Seltsam. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass man das irgendwie konnte. Was man aber machen kann, und jetzt gib mir mal beide ein Stück aus dem Weg, ist hier diese Dinger einpflanzen mit Eimer. Also mit jetzt lass mich durch. Hier mit so einem Eimer Erde. Gießkanne, die jetzt gerade nichts macht. Aber ich denke, das würde den zeitlichen Rahmen so ein bisschen sprengen und deswegen renne ich einfach mal weiter dem Level hinterher. Lass mich durch, das ist hinterher. Er ist komplett verrückt. Das ist nicht lustig. Los, Harry. Oh, hab ich da was nicht mitbekommen? Sind wir halt hier, naja. Siebter Stock. Er ist im siebten Stock? Sagtest du schon. Ich denke, deswegen sind wir hier. Hallöchen. Ach, der schläft. Ist ja süß. Hier noch was? Ja, noch ein leerer Gang. Ah. Reparo! Ich bin XP, geil. Ich brauche XP. Hi, Neville. Weißt du was? Ich erforsche diesen Stock mal. Was sagst du jetzt? Lass dich eiskalt stehen. Ja. Hier sind wir falsch, oder? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Ah, du bist Harry Potter, stimmt? Ja, stimmt. Alles okay bei dir? Ja, ja. Hey. Weitergehen, wie sieht's hier aus? Ah. Hier sind wir falsch, oder? Wo willst du hin? Hallöchen. Kennen Sie das Passwort von Percival Pratt? Gibt er wieder Rätsel auf? Ich kenne es nicht. Frag Professor Basil Franzek. Oh nein. Jetzt kann ich die Porträts nicht mal ansprechen. Um sie nach ihrem Passwort zu fragen. Jetzt frage ich die jedes Mal nach dem Passwort von dem anderen Porträt. Naja. Reparo! Viel hier auch kaputt ist. Ich hab's doch gewusst. In Hogwarts sind nur Vandalen. Die rennen in ihren Sandalen. Und der war nicht gut, das weiß ich. So. Ist hier noch schnell repariert und... Hallöchen, Neville. Hast du auf uns gewartet? Hier lang. Dort drüben. Wo? Wir müssen uns ganz fest auf das konzentrieren, was wir brauchen. Wir werden es dieser Kröte von Umbridge zeigen. Ich muss allen zeigen, wie man gegen Voldemort kämpft. Seht, ich hatte recht. Jo. Dass wir uns wehren. Jetzt müssen wir nur noch die anderen finden und ihnen sagen, wo der Raum ist. Dann können wir sofort starten.